Hey Freunde, was geht? Momo hier. Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und ja, ich habe viel zu tun, aber ich will trotzdem euch immer so ein bisschen mitnehmen. Und gerade wenn ich neues Equipment hole, freue ich mich schon riesig. Und deswegen, das zusammen auszupacken, macht dann doch am meisten Spaß. Und ja, heute geht es um dieses schicke Teil. Ich weiß nicht, ob ihr es hier seht, vielleicht so rum viel besser. Das ist das Atem Mini Extreme ISO. Und das ist ein Switcher, ein Kameraswitcher. Ich weiß nicht, inwiefern ihr euch quasi schon auskennt. Es ist ja die Möglichkeit, über Livestreams quasi mehrere Kameras in einer Live-Regie zu managen. Und ja, dadurch, dass Corona hier quasi uns so ein bisschen neu orientieren lassen hat, bin ich halt viel dabei, auch Livestreams zu organisieren. Und ich habe schon so ein Atem Mini Pro ISO, das ist ein bisschen kleiner. Das ist jetzt das neueste Gerät von denen und das hat Unmengen an Features, die dann dazugekommen sind. Und es gibt 8 Switcher-Möglichkeiten. Also man kann 8 Inputs hier hinzufügen. Und ja, ich will gar nicht viel quatschen, einfach auspacken und euch zeigen, was da drin ist. Also der Atem Mini ist von Blackmagic. Blackmagic kennt man von unterschiedlichen Sachen. Einmal die Kameras, einmal die Software. Also DaVinci Resolve ist den einen oder anderen vielleicht auch bekannt. Und ja, für meine nächsten Veranstaltungen brauche ich halt einen extremen Switcher und vor allem die ISO-Funktion ist da sehr wichtig. Die ISO-Funktion heißt Isolation, also Isolation. Man kann jeden einzelnen Input quasi abspeichern und auf einer Festplatte speichern. Und ja, hier ist das Ding. Super schick. Oh, auch schon ein bisschen heavy, aber viel kleiner als ich gedacht hätte. Ich hätte mir das vielleicht noch ein bisschen größer vorgestellt, aber hier zeige ich euch auch mal so. Super nices Teil. Hinten haben wir dann die unterschiedlichen Inputs. Genau, durchnummeriert von andersrum 1 bis 8 und 2 HDMI-Outs. Das Geile bei den Atem Minis ist, dass es ein HDMI-Out gibt und man hat quasi so eine Live-View von den unterschiedlichen Kameras. Das blende ich euch mal ein. Bei der alten Version war es so, wenn man das HDMI-Out genutzt hat, dann hat man einen Monitor genutzt, konnte das zweite Bild, zum Beispiel ein Programm, nicht an einen anderen Monitor weitersenden. Hier geht es, also man kann einmal quasi so eine Live-View von allen Kameras und einmal vom Live-Programm auf einen separaten Monitor anzeigen. Das ist super praktisch. Und es gibt 2 USB-C-Ports und das ist auch mega cool. Dieses Gerät, dieser Switcher hier, der wird als Videokarte auch erkannt. Das heißt, wenn ich in meiner Livestream-Software, ich nutze zum Beispiel eCam, das Ganze nutze, dann wird das als eine Art Webcam erkannt. Und das Coole ist, dass man quasi 8 Kameras in einen kombiniert hat. Und das heißt, man kann in Zoom-Konferenzen meistens, jetzt denken die Leute, boah, Mo, was hast du für eine Audio- und Videoqualität? Und wie machst du das mit den Kamerawechseln? Das mache ich alles damit und das wird quasi als Webcam erkannt. Und ja, bei dem Atem Mini Pro, den ich davor hatte, den ISO, da war es nur möglich, eins der USB-Stecker zu nutzen, entweder zum Aufzeichnen, weil man kann ja unterschiedliche Kamerawinkel damit aufzeichnen auch, oder halt die Webcam zu nutzen. Und mit Extreme hat man jetzt die Möglichkeit, beides gleichzeitig zu machen. Und das ist halt mega cool auch für den kommenden Job, den ich jetzt brauche. Da wird halt sehr, das wird sehr anspruchsvoll, besser gesagt. Und ja, ich freue mich. So von der Haptik fühlt sich das schon ziemlich geil an. Hier müsste dann noch das Netzteil drin sein. Blackmagic typisch, bestimmt mit internationalen Netzteilen. So. Ja. Und ich nehme einfach mal den Euro-Stecker. Pack das hier rein. Und zack. Da haben wir es. Ich hoffe, ich habe es rein in die Kamera gehalten. So, das ist dann der Euro-Stecker. Und das Coole bei den Netzteilen von Blackmagic ist, dass man das hier festschrauben kann. Also hinten wird es dann festgeschraubt und dann zieht es nicht plötzlich das Kabel aus dem Gerät und dann gibt es einen Super-GAU. Bei meiner letzten Veranstaltung gab es einmal einen Super-GAU. Also da hat mir ein Fotograf den Hauptstecker gezogen und ich dachte, oh no. Aber haben wir hingekriegt. In 10 Minuten waren wir wieder online. Und ja,
Ich werde das Ganze hier nutzen. Ich habe hier noch andere Sachen, die ich auspacken möchte. Gleichzeitig, hier wurde mir nämlich auch was anderes zugeschickt. Und zwar von einer Firma, die hier schon mit mir zusammengearbeitet hat. Und zwar geht es um Reolink. Und die haben mir hier ihre neueste Sicherheitskamera zugeschickt mit Solarpanel für extern, also damit man auch quasi batterielos arbeiten kann. Jetzt batteriebetrieben. Früher war es so, dass man das Ganze per Kabel nutzen musste. Und ja, ich werde hier das Ganze jetzt auch hier einmal auspacken und euch zeigen, was sich in der Verpackung verbirgt. Wenn ich es aufkriege und mich dabei nicht verletze. So. Be prepared, be Reolink. So, Sicherheit spielt immer eine ganz wichtige Rolle. Hier haben wir einmal dann die Bedienungsanleitung sicherlich, ja. Ich muss das mal hier so ein bisschen mehr nach vorne. Spiegelverkehrt zu gucken. Liegt mir nicht ganz. So. Die Kamera an sich, die nehmen wir gleich raus. Einmal Ladekabel. Eine Wandhalterung. Nee, das ist gar nicht mal eine Wandhalterung, sondern eine Laternenhalterung. Also das kann man quasi an eine Laterne dran machen. Dann kann man das Gerät auch außen an einer Laterne befestigen. Das hier ist die Wandhalterung. Und Schablonen für das Bohren hatte ich hier gerade gesehen. So. Lässt sich halt auch in alle Richtungen drehen. Sehr plasticky, aber erfüllt seinen Zweck. Und hier haben wir das Gerät einmal. Ich habe das Gefühl, es ist größer als die vorherige Version. Macht ja auch Sinn, wenn hier nochmal ein Akku verbaut ist. Und hier hinten seht ihr, da kann man das Ganze dann mit Micro-USB laden. USB-C wäre schon cool. Ich glaube aber, meine Eufy-Cams haben auch kein USB-C. Und ich bin mal gespannt, wie lange das Ganze hier hält und Vielleicht werde ich die Dinger bei mir zu Hause einsetzen. Also ich habe ja hier schon das Eufy-System im Büro und damit bin ich eigentlich ganz zufrieden. Aber für zu Hause habe ich auch schon Lust, mir so ein Sicherheitskamerasystem für den Flur zu installieren. Ich bin nie der Typ, der quasi seine Haustür abschließt. Deswegen ist das ganz gut, da eine Sicherheitskamera zu haben, falls mal jemand einsteigen sollte. So. Das Solarpanel machen wir jetzt hier auch mal auf. Oh. Dann habe ich es aufgerissen. Das wollte ich nicht, aber die Euphorie lässt mich hier nicht los. Und hier natürlich auch Bedienungsanleitung bestimmt drin. Ja, und eine Schablone zum Montieren. Packe ich auch mal zur Seite. Dann haben wir hier das Solarpanel und das Solarpanel, das sieht eigentlich genauso aus wie das letzte auch, ja. Ich würde sagen, dass es jetzt hier keine Neuentwicklung ist. Es ist dasselbe Solarpanel. Da kann ich dann auch sagen, das lädt leider nicht dein Handy auf. Also das funktioniert nur mit den Eufy-Geräten. Da hatte ich mir letztens gedacht, als ich das andere Gerät mal getestet hatte, ja, wäre ja cool, dann könnte ich das auf die Fensterbank legen und so nachhaltig mein Smartphone oder eine Powerbank laden. Nee, nix da, geht leider nicht. Aber ja, das war's dann erstmal. Zwei Geräte, die ich hier auspacken wollte, einfach mit euch. Und ich habe hier auch noch mal was anderes. Das werde ich euch aber, oder ich habe euch das vielleicht schon hochgeladen. Das habe ich gestern am Sonntag quasi zu Hause mal ausgepackt. Das ist auch ein Gerät, was ich für die Produktion hier brauche. Und ja, sollte es einfach für heute mal sein. So zwischendurch so ein Unboxing für euch zu drehen, macht dann auch Spaß und ihr habt was zu sehen. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video und bis dahin bleibt Töfte und ciao.